Ah, ich bin live. Ja, guten Morgen, good morning, buenos dias, buongiorno. Ich bin wieder da und möchte die heutige Tagesschwingung, die Tagesenergie durch den Tanz wahrnehmen und dann einfach mitteilen. Ja. Gar nicht viele Worte so vorab. Einfach, warum tue ich das? Ich habe einfach den Impuls, mich wieder zu zeigen, mit meinem Ausdruck, mit dem, was ich bin, wie ich bin. Das ist einfach meine Art und es geht mir nicht darum, irgendwie schön zu tanzen. Oder dann würde ich irgendwie anders tanzen, sondern einfach als Dienst, weil das einfach meine Ausdrucksweise ist, am besten durch den Tanz unter anderem. Hallo aus Leipzig, hallo, guten Morgen, schön, danke für die Grüße, hallo Sabine, hallo Reinhard, hallo Jana, ich freue mich. Ach, wie schön. Genau, das ist für mich total wichtig. Für alle, die das sehen und auch im Nachhinein noch sehen werden. Es geht mir nicht darum, dass du das schön findest, was ich tue. Dass es dir gefällt, dass ich besonders schöne Bewegungen mache. Nein, darum geht es nicht. In erster Linie tue ich das für mich, sagen, hier bin ich. Ich zeige mich und ich möchte inspirieren, dich mit deinem Ausdruck, mit deinem Sein Mut zu machen, zu zeigen, in die Welt rauszugehen. Hier sagen, hier bin ich. das ist so ein Beweggrund. Und das andere, schau einfach, wenn du das siehst, was es in dir bewegt. Egal, ob positiv, negativ, ist doch egal, darum geht es gar nicht. sondern guck einfach, was es in dir rührt, was es in dir berührt. Und sei damit, ohne dass du das irgendwie einordnen willst, verstehen willst. Da gibt es nichts zu verstehen, gar nichts. Nein, darum geht es nicht. Schau einfach, was es in dir rührt, ob es überhaupt was rührt. Wie gesagt, ich habe nicht den Anspruch, dass es dir gefällt, was ich tue oder wie ich mich bewege, gar nicht. Sondern natürlich freue ich mich, das wär geschwindelt. Ich freue mich auch über ein Like und ich freue mich, wenn es dir gefällt. Gar keine Frage, ich bin Mensch, ich bin Sabine, na klar. Aber darum geht es mir nicht, warum ich das tue. Sondern schau, ob es dich, was es in dir tut. Und sei damit. Beobachte. Mehr nicht. Einfach so. Und aus Erfahrung, das will ich noch ganz kurz erzählen. Ich habe das vor vielen, vielen Jahren, vor über 10 Jahren in so einem Fernsehsender auch getan. Einfach ohne Musik zu einem Thema getanzt. Ganz allein auf einer riesengroßen Bühne. Und eine Zeit lang täglich und dann kamen die unterschiedlichsten Rückmeldungen und nach vielen, vielen Jahren kamen Menschen auf mich zu und haben gesagt, oh, ich habe das geurteilt, ich habe gedacht, ist die verrückt, nimmt die Drogen oder ist die wahnsinnig, was macht die da? Ich verstehe da nichts, ist doch komisch, was die macht, seltsam, hä, was macht die da? Und haben sich bedankt, danke, aber irgendwas war so ein Sog da, ich musste immer wieder einschalten, ich musste mir das immer wieder anschauen. Das hat irgendwas in mir ausgelöst und danke, danke, es hat mich irgendwie weitergebracht, dass ich mich mit Dingen beschäftigt habe, die, ja, weil ich einfach so eine Resonanz dazu hatte. So, einfach nur so. Genau, also schau, wenn ich jetzt tanze,
was es einfach in dir auslöst. Und sei damit. Mehr nicht. Das wollte ich einfach unbedingt sagen. Okay. Vielen Dank. Und jetzt einfach bin hier auf Teneriffa. Da sind wir ja seit einiger Zeit. Ich glaube jetzt 5, 6 Wochen hier. Jeet und ich und auf dieser wunderbaren Insel. Ich bin so, so dankbar. Und die sind die Elemente so stark. Im Hintergrund seht ihr das Meer. Ich nehme euch danach anschließend, wenn ich dazu noch was sage, mit noch näher zum Meer. Ja, tanze ich einfach die Energie des Tages. Und ja, ich fange an. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Danke, danke. Okay. Kurz innehalten. Dankeschön. Interessant. Ich bin selber jedes Mal gespannt, neugierig, was kommt, wie es kommt. Genau. Ich nehme dich jetzt mal mit. Schnapp dich und uns
und gehe ein Stück am Meer mit entlang und sag was noch dazu. So. Ach schön, Palmen im Hintergrund. Ich zeig's euch gerade mal. Das ist unser Ort, wo wir sind. Schon schön. Oh. Heute strahlend blauer Himmel. Und ich weiß, in Deutschland ist es gerade auch total schön. Die Tage, ne? Okay, also. Ich lasse euch noch ein bisschen am Meeresrauschen und teilhaben. Genau, weil es waren sehr wellenartige Bewegungen. Also es ging um Fließen, um Wellen. Oh, ich muss euch noch mal kurz den Sonnenuntergang. Oh, einfach so schön. Mich berührt es wieder jeden Tag. Oh, einfach herrlich. Ja, es geht darum zu fließen mit allen. Es war gestern schon mal kurz das Thema. Ich hoffe, man versteht mich dennoch gut, trotz des Rauschens. Also es sind sehr, sehr starke Energien gerade. Wir haben ja auch spezielle Tage, Portaltage werden sie genannt, wie auch immer, die sehr, sehr, sehr energiestark, reich sind und gleichzeitig ganz, ganz viel Potenzial in sich tragen. Sich zu öffnen, sich zu weiten, sich vielleicht noch mehr Dinge wahrzunehmen als bisher. Und was ich für heute gespürt habe, ja, achtsam sein, was ist gerade, sind irgendwelche Wellen, irgendwelche Sachen in der Luft, die mich gerade niederdrücken, die mich gerade ein bisschen aus der Fassung bringen oder wie auch immer. Also in erster Linie sei mit allem, was gerade ist. Und gleichzeitig auf der Welle, die da ist, mitzugehen, mitzusurfen. Also sich nicht untertauchen zu lassen. Natürlich kannst du auch mit untertauchen. Alles gut. Und gleichzeitig dich mit einzubeziehen. Also dich nicht in dem Schmerz der Welt oder was auch immer, in den starken Energien einvernehmen zu lassen. So wollte ich sagen. Sondern schauen wir, ob wir eine Möglichkeit finden, damit mitzufließen, mitzugehen, wie auch immer. Finde deinen Ausdruck. Vielleicht hast du Lust, dich auszudrücken durch ein Bild, durch ein Symbol. Das sind wenige Minuten am Tag. Nimm dir einfach die Zeit, dich zum Ausdruck zu bringen. Oder sei, wenn du im Auto bist, summe, singe, einfach so, es muss kein bestimmtes Lied sein. Bring dich zum Ausdruck mit deinem Sein, wie es dir gerade ist. Natürlich ist es auch schön, ein Lied zu singen, aber einfach so, stimm dich ein, schwing dich ein, nimm dich wahr, wie es dir gerade geht, was gerade ist oder was gerade dich umgibt. Und bring das zum Ausdruck. Oder so, wie ich es gerade gemacht habe, durch einen Tanz. Ohne dich einzumischen. Sondern bring das einfach zum Ausdruck. Es ist so, du wirst sehen, was das mit dir macht. Viele tun das auch schon, das weiß ich. kann ich immer nur dazu einladen, zu sagen, wow, das ist... Macht ganz viel mit dir.
dir wird es einfach auch bewusster, was gerade abgeht im Außen, und du bist nicht Opfer davon, sondern du kannst alles mit einbeziehen. Ja, was ist? Es dient dir alles. Es dient alles, alles. Wirklich alles. Ja, ich muss noch mal zum Sonnenuntergang, sag ich schon. Ja! Ach, ich freue mich. Es ist so schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Danke. Ja. Genau. Element Wasser ist sehr stark gerade. Element Wasser. Ich kriege noch die Information, genau, viel, viel gutes Wasser trinken. Element Wasser. Fließen. Schau, wie du heute am besten in den Tag fließen kannst. Mit allem, was ist. Gönn dir auch zwischendurch Ruhe und tu alles im Alltag, alles, was du tust, ein bisschen oder ein bisschen mehr bewusster, entspannter. Und nicht warte nicht darauf, okay, jetzt mache ich, jetzt gehe ich arbeiten oder mache das und erledige dies und dann setze ich mich hin. Und dann bin ich ein bisschen in Ruhe oder dann meditiere ich oder dann mache ich die Übung. Nein, fang jetzt schon damit an. Jetzt, wenn du dies oder das erledigst, mach das schon zur Meditation. Ja, beim Staubwischen, beim Tippen von Texten, von in die Arbeit fahren, was auch immer, beim Spazierengehen, beim Abwaschen, was auch immer. Sei ganz da und fließe damit. Ja, genau, das wollte ich sagen, weil es sind, okay, gar nicht so viele Worte, ich merke, gar nicht so viele Worte. Einfach liebe Grüße. Dankeschön, ich... Schwein, Wasserelement. Bin einfach berührt und freue mich, dass ich die Entscheidung wieder getroffen habe, das zu tun. Ja, einfach ein tiefes Berührtsein. Auch, dass ihr da seid, danke. Dankeschön. Ich wünsche es jedem von ganzem Herzen. Nur zu fließen, das Leben zu genießen, das Leben zu feiern. Und für mich ist dieser Spruch, der geht mir, der ist, habe ich von Osho mal gelesen und der ist irgendwie zu meinem Leitspruch geworden. Nicht Leit, Leitspruch. Der Tanz sollte nicht nur ein Teil des Lebens sein, sondern das ganze Leben sollte ein einziger Tanz sein. Oh, das ist so, das trifft für mich alles. Und den habe ich mir so zu Herzen genommen. Und ja, manchmal vergesse ich ihn auch. Ja, ich vergesse ihn auch oft. Aber irgendwas ist tief in mir eine Entscheidung gefallen, jetzt auch durch diese Insel, so rührt es ganz viel in mir und passiert ganz viel. Und in jedem von uns, ich weiß das, jeder ist in seine tiefen Prozesse gerade, bei jedem drückt sich's anders aus. Ja. Also, fließen wir in den Tag. Danke, dass ihr da seid, dass ihr da wart. Und wünsche uns allen einen fließenden, liebevollen, herzlichen Tag. Dankeschön. Und bis morgen. Ich versuche es, ja, 8 Uhr, also eure Zeit 9 Uhr, wenn es ein paar Minuten später wird. Manana heißt es hier, Manana, aber ich versuche ganz pünktlich, so dass man sich darauf einstellen kann, jeden Tag jetzt eine Zeit lang. Deutsche Zeit 9 Uhr. Da zu sein.
für die, die wollen, die möchten. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für die wahren Worte und den schönen Tanz. Namaste. Sabine, ja, tanze schön. Dankeschön. Oh, vielen Dank, Dankeschön. Okay, ich schließe ab mit ein bisschen Meeresrauschen noch. Danke, Heike, Dankeschön. Und mit ein bisschen Sonne noch. Vielen Dank.